Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin von den Grünen, Sie haben Sachen in Ihrem Antrag angesprochen und haben den Finger in die Wunde gelegt. Und es ist auch tatsächlich so, dass sich 16 Ihrer 22 Forderungen wieder in der Strategie der Bundesregierung wiederfinden. Und natürlich wünscht man sich immer ein Mehr an Geld. Aber auch Sie wissen, dass zum Beispiel Deutschland der viertgrößte Beitragszahler im globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Malaria und TBC ist. Man fragt sich als Gesundheitspolitiker, wenn man zu diesem Thema spricht, was mag die Diagnose HIV für einen Menschen bedeuten, für die Partnerschaft, für die Familie, für die Freunde, für das Arbeitsumfeld? Wir können die Antwort nicht geben und die Ängste, die dahinter stehen, können wir auch nur erahnen. Neben der Angst um die eigene Gesundheit kommt sicherlich die Sorge vor Diskriminierung und Stigmatisierung dazu. Auch wenn viele diesen Gedanken gerne weit von sich schieben, so müssen wir uns natürlich bewusst sein, eine hundertprozentige Sicherheit vor dem Virus gibt es bis jetzt noch nicht. Der HIV-Virus ist keine schmutzige Krankheit, die nur bestimmte Personenkreise angeht. Er kann jeden von uns treffen. Ende 2014 lebten in Deutschland etwa 84.000 Menschen mit HIV und es gab leider 3.200 Neuinfektionen. Deshalb stehen wir als Politiker in der Verantwortung, der Krankheit und ihren Begleiterscheinungen wirksam entgegenzutreten. Obwohl seit Ende der 80er Jahre große Anstrengungen unternommen wurden, um über HIV und AIDS aufzuklären, so ist diese Krankheit dennoch weiterhin mit Vorurteilen behaftet. Leider werden sexuell übertragbare Krankheiten von vielen immer noch als reine Selbstverschuldung angesehen. Es ist erschreckend, wenn Umfragen der deutschen AIDS-Hilfe zeigen, dass jeder zehnte Betroffene schon einmal zurückscheute, eine Arztpraxis aufzusuchen, als dies nötig gewesen wäre, dass jedem fünften schon einmal eine medizinische Behandlung verwehrt wurde und dass jeder vierte, der offen mit seiner HIV-Infektion umgeht, vom Arbeitgeber diskriminiert wurde. Solche Diskriminierungen sind nicht nur unangebracht, sie entbehren auch jeder rationalen Grundlage. Menschen mit einer HIV-Infektion können heute ein normales Leben führen. Aufgrund der enormen Fortschritte in der medikamentösen Therapie müssen sie, anders als noch vor Jahrzehnten, nicht länger fürchten, jung an einer Begleitbagatellerkrankung zu sterben. Obwohl wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, ist es somit noch ein weiter Weg, bis Diskriminierung vollständig abgebaut ist. Liebe Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen, die Bundesregierung ist sich den in ihrem Antrag aufgezeigten Problemen durchaus bewusst. Sie geht diese Probleme aktiv an und sie schafft Lösungen. So konnten wir erreichen, dass Deutschland zu den Ländern mit der niedrigsten HIV-Neuinfektionsrate in Europa zählt. Erst in der vergangenen Woche, Sie haben es angesprochen, hat die Bundesregierung die Strategie zur Eindämmung von HIV, Hepatitis B und C und anderen sexuell übertragbaren Infektionen vorgelegt. Diese Strategie begrüßen wir sehr, denn sie holt die Betroffenen ebenso wie potenziell Gefährdete dort ab, wo sie stehen, und geht auf deren individuelle Lebenssituation ein. Sie umfasst auf nationaler Ebene 5 Handlungsfelder, die durch konkrete Maßnahmen mit Leben gefüllt werden sollen. Erstens, gesellschaftliche Akzeptanz schaffen. Zweitens, bedarfsorientierte Angebote weiter ausbauen. Drittens, integrierte Prävention, Tests und Versorgungsangebote weiterentwickeln. Viertens, sektorübergreifende Vernetzung der Akteure fördern. Fünftens, Wissensgrundlage und Datennutzung weiter ausbauen. Es ist aber nicht nur unsere Gesundheitspolitik, sondern es sind auch mutige Kampagnen wie Gib AIDS keine Chance der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das zu verdanken ist, dass die Zahl der Neuinfektionen seit mehreren Jahren leider auf einem leicht erhöhten Niveau stabil sind. Es ist auch ein Verdienst der BZGA, dass Kondome heute ein Alltagsgegenstand sind. Diese Enttabuisierung müssen wir auch für die Krankheit selbst erreichen. Zudem ist mir wichtig, den zahlreichen Selbsthilfeorganisationen, die unglaublich wertvolle Arbeit leisten, zu danken. Es muss für uns selbstverständlich bleiben, dass diese ausreichend finanziell gestützt werden. Eine wichtige Säule der Versorgung bilden zudem unsere niedergelassenen Ärzte, die sich auf die Behandlung HIV-Infizierter spezialisiert haben. Sie stellen eine hohe Qualität sicher und davon profitieren natürlich vor allem die Patienten. Doch es ist eben auch so, dass bei den Landärzten und auch bei den spezialisierten Ärzten ein Mangel in absehbarer Zeit droht. Und deswegen müssen wir versuchen und Anstrengungen unternehmen, Nachwuchs in diesem Berufsfeld zu begeistern. Auch unsere Hausärzte, wie gesagt, stellen eine wichtige Säule der Versorgung dar. Und deswegen wollen wir auch dort die Fort- und Weiterbildungsangebote ausbauen.
Ich könnte noch sehr, sehr lange über dieses ganze Thema reden. Ich bin nur von der Zeit ziemlich am Ende. Ich möchte aber einen ganz wichtigen Punkt noch ansprechen und bitte deswegen um Verständnis präventiv. Nein, es ist so, dass wir natürlich bei der Bekämpfung von HIV Erfolge verzeichnen. Und es ist aber eben so, dass sich in anderen Bereichen leider die Sorge zu Recht breit macht, dass eben verschiedene Krankheiten bei jungen Menschen mehr verbreitet werden, zum Beispiel Chlamydien, HPV. Und es ist auch nachweisbar oder nachgewiesen, dass eben die Zahl der Syphilis-Infektionen zugenommen hat. Und hier ist eben ein Teufelskreis, der sich zu entwickeln droht. Wir dürfen nicht riskieren, dass wir sozusagen an der einen Front gewinnen und zeitgleich eine andere verlieren. Und deswegen ist es eben so, dass es ganz hervorragend ist, dass die Strategie der Bundesregierung eben einen ganzheitlichen Ansatz fährt und nicht nur auf eine Krankheit sich fokussiert, sondern alle Krankheiten da im Blick hat. Und in diesem Sinne wünsche ich weiterhin gute Beratungen. Danke. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt der Kollege Harald Petzold.